Heute ab 20.15 Uhr. ZIP Spezial zum Anschlag auf Donald Trump. Danach eine Traumreise mit dem Traumschiff. Wo geht's hier hin? Laut Reiseführer zu einem der schönsten Strände der Welt. Das paradiesische Taha-Atoll. Na, übertrieben? Nein, ja, umwerfend. Erholung pur im Indischen Ozean. Und der Barcelona-Krimi. Ihr Hauptabend in ORF 2. Guten Abend, ich begrüße Sie zu einer Sondersendung aus Anlass des Attentats auf Donald Trump. Dieses Bild, das lässt sich schon heute mit einiger Gewissheit sagen, ist eines, das man wohl einst als Bild des Jahres bezeichnen wird. Und ein Bild erzählt in einem Wahlkampf, der vor allem über Bilder geführt wird, sehr viel. In diesem Fall über Donald Trump. Umringt von Sicherheitsleuten, die ihm Wichtigkeit verleihen, sieht man ihn vor der Nationalflagge, die Faust zum Himmel gestreckt, suggerierend bis aufs Blut für das Land zu kämpfen. Es war eine ihm scheinbar natürliche Reaktion in einer außergewöhnlichen Situation bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania. Er ging zu Boden, als die Schüsse fielen, und wurde dann in Sicherheit gebracht, nachdem der Schütze erschossen worden war. Er zieht, so jedenfalls die Erzählung, die die vielen Bilder des heutigen Tages aus den wenigen Minuten rund um das Attentat abgeben, er zieht als Sieger vom Platz, aber es war knapp. Donald Trump spricht gerade, als Schüsse fallen. Er greift sich ans Ohr und geht in Deckung. Unter den Zuschauern bricht Panik aus. Sekunden später sind Sicherheitsleute an Trumps Seite. Lassen Sie mich meine Schuhe holen, meint er beim Aufstehen. Er fasst sich schnell. Statt von der Bühne zu eilen, streckt Trump kämpferisch seine Faust in die Höhe und ruft: Kämpft! Das Publikum jubelt. Erst dann wird er mit dem Auto in ein nahegelegenes Spital gebracht. Ich wurde von einer Kugel getroffen, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchbohrte. Ich wusste sofort, dass etwas nicht stimmte, denn ich hörte ein zischendes Geräusch, Schüsse und spürte sofort, wie die Kugel die Haut durchschlug, schreibt er später auf seiner Online-Plattform. Ich hörte die Schüsse und plötzlich schrie jemand runter auf den Boden. Alle legten sich auf den Boden, so tief sie nur konnten. Dann kam der Secret Service und sagte, alle weg, sofort. Ein 50-jähriger Zuschauer wird tödlich getroffen, zwei weitere Männer verletzt. Der 20-jährige Schütze, ein Republikaner, wird von Sicherheitsleuten erschossen. Der Secret Service war für die Sicherheit zuständig. Dementsprechend groß ist nun die Kritik. Normalerweise wird bis zu 7 Tage vor der Veranstaltung ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Das Team arbeitet mit dem örtlichen Geheimdienst und der lokalen Polizei zusammen. Gemeinsam entwickeln sie ein Sicherheitskonzept. Dabei gehen sie alle Was-wäre-wenn-Situationen durch. Auch hier gab es Scharfschützen auf den Dächern. Trotzdem konnte der Attentäter mit einem halbautomatischen Gewehr in Schussdistanz auf ein nahegelegenes, ungeschütztes Dach. Unklar ist auch, warum niemand auf die Hinweise aus dem Publikum reagierte. Wir konnten den Mann eindeutig mit einem Gewehr sehen. Wir haben auf ihn gedeutet. Die Polizei rannte herum und wir sagten ihnen, da ist ein Mann am Dach mit einem Gewehr. Aber sie reagierten nicht. Warum trotz all dieser Vorkehrungen und Hinweisen die Gefahr nicht erkannt wurde, sollen jetzt Untersuchungen klären. Thomas Langpaul in den USA. US-Präsidenten gelten gemeinhin, auch wenn sie nicht mehr im Amt sind, zu den am besten geschützten Personen. Aber wie stark ist denn dieser Schutz tatsächlich? Ja, gestern offensichtlich nicht stark genug. Es ist für viele hier ein Rätsel, warum man auf der einen Seite offensichtlich auf Scharfschützen vorbereitet war. Es gab ja in dem Veranstaltungsort sozusagen Gegenscharfschützen, die dann letztlich auch den Schützen unschädlich gemacht haben. Aber warum niemand gleichzeitig die möglichen Positionen, von denen aus Scharfschützen schießen können, unter Beobachtung hatte oder dafür
Sorge getragen hat, dass sich dort niemand befindet. Es ist bezeichnend, dass der Secret Service, der ja für den Personenschutz zuständig ist, sich bisher noch nicht öffentlich geäußert hat darüber, was da passiert ist. Es wird jedenfalls hier auch eine parlamentarische Untersuchungskommission geben, um zu ermitteln, wer hier welche Fehler gemacht hat. Sie haben heute vielfach schon berichtet, wie viele Sicherheitsleute aus unterschiedlichen Organisationen bei einem solchen Auftritt im Dienst sind. Liegt möglicherweise genau darin ein Problem? Möglicherweise. Ich habe einmal bei einer Veranstaltung auf viel kleinerem Rahmen eine Politikerdelegation begleitet in Vermont, und dort waren auch 3 oder 4 verschiedene Organisationen, also Einsatzkräfte aus verschiedenen Organisationen zuständig und verantwortlich. Ich habe gefragt, warum das so ist, und die Antwort war, keine einzige Organisation hat so viel Personal, um so etwas alleine zu stemmen. Deswegen werden aus unterschiedlichen Einheiten Personalbeamte zusammengezogen. Bei der Republikanischen Convention ab morgen in Milwaukee gibt es insgesamt 40 verschiedene Exekutivkörper, die dort für die Sicherheit sorgen. Also das ist eine Kommunikationsaufgabe ersten Ranges. Vielen Dank vorerst, Thomas Langpaul. Jetzt ist die Gefahr natürlich groß, dass dieses Attentat die Bevölkerung in den USA weiter spaltet. Die Republikaner machen vereinzelt bereits die Demokraten mit ihrer heftigen Kritik an Trump mitverantwortlich für die Schüsse. Umgekehrt kann man darauf verweisen, dass gerade Trump Gewalt in der Politik nicht klar widerspricht. Und zu all dem kommt noch, dass der Attentäter ausgerechnet eingetragener Republikaner war, also Parteigänger Trumps. Wie geht die Partei damit um? Johannes Perterer hat hingehört. Donald Trump überlebt einen versuchten Mordanschlag. Republikaner im ganzen Land verfolgen seit etlichen Stunden gespannt das Geschehen und ziehen ihre Schlüsse. So auch hier bei einer lokalen Versammlung von Republikanern im Greene County im US-Bundesstaat Wisconsin. Es ist ziemlich furchtbar und es ist etwas, das ich schon jahrelang befürchtet habe. Donald Trump spricht so offen aus, was er denkt, und er liebt das Bad in der Menge. Aber man weiß nie, wann sowas passiert. Ich bin nicht überrascht. Es gibt sehr viele Gutmenschen da draußen, die auf tolerant tun, aber es nicht sind. Die Mehrheit der republikanischen Abgeordneten richtet Donald Trump nach dem versuchten Mordanschlag lediglich ihr Mitgefühl aus. Ein Teil von ihnen legt jedoch zusätzlich nahe, dass Trumps Kritiker und politische Gegner eine Mitverantwortung tragen. Wir müssen die Rhetorik wieder runterfahren und die politische Temperatur senken in diesem Land. Es gibt keine politische Figur in der modernen Geschichte, die so verteufelt und von den Medien und dem System so verfolgt wurde wie Donald Trump. Noch weiter geht J.D. Vance, republikanischer Senator aus Ohio, der sich Hoffnungen macht, Trumps Vizepräsident zu werden. Er macht auf der Kurznachrichtenplattform X Donald Trumps politischen Gegner Joe Biden direkt für das Attentat verantwortlich. Was heute passiert ist, ist nicht in einem Vakuum passiert. Die zentrale Prämisse der Kampagne von Joe Biden ist es, Donald Trump als autoritären Faschisten darzustellen, der um jeden Preis gestoppt werden muss. Diese Rhetorik hat direkt zum versuchten Mord von Präsident Trump geführt. Mike Johnson, republikanischer Sprecher des Repräsentantenhauses, will die politische Temperatur in den USA senken. Klar ist aber, nicht alle Republikaner wollen das. Und gewiss nicht Donald Trump. Milde und Verbindlichkeit waren nie seine hervorstechenden Eigenschaften. Thomas Langpaul in den USA noch einmal. Glauben Sie, dass jetzt die scharfe politische Kritik an Trump tatsächlich leiser wird? Es ist davon auszugehen, die Kampagne von Joe Biden, die demokratische Kampagne, hat Fernsehwerbespots, Wahlwerbespots für die kommende Woche einmal auf Eis gelegt, hat deren Ausstrahlung storniert. Es ist einfach schwieriger geworden, jetzt Donald Trump auch politisch anzugreifen in dieser Situation, in der er ja auch ein Opfer ist, ein Opfer von Gewalt geworden ist. Eine Gratwanderung für die politischen Gegner, für die Demokraten, wie sie da jetzt weiter in diesem Wahlkampf, der sich ja zuspitzt und der seinem Höhepunkt entgegenstrebt, weiter agieren werden.
Wird also jetzt auch in den Hintergrund geraten, dass Trump selbst Gewalt als politisches Mittel geduldet hat, Stichwort Kapitolerstürmung, und dass es sogar einst nach der Tötung einer Demonstrantin in Charlottesville ihrer Gruppe Mitschuld daran gab, dass sie vorsätzlich getötet wurde? Es ist einer der Unterschiede, die die Demokraten versuchen werden herauszuarbeiten, die unterschiedliche Reaktion auf das Geschehene. Wir erinnern uns, als der Mann von damaligen Speakerin Nancy Pelosi tätlich angegriffen wurde, wurde er verhöhnt von vielen Republikanern, auch von Donald Trump. Die Demokraten versuchen jetzt andere Töne anzuschlagen, versuchen dieses einigende Moment in den Vordergrund zu stellen. Das sind allerdings Zwischentöne und die Frage ist, ob das im Wahlkampf fruchtet und Wirkung zeigt oder ob einfach nur auf die Schlagzeile gehört wird. Und die Schlagzeile ist nun mal, dass Donald Trump angegriffen worden ist, dass es einen Mordanschlag gab, der nach allem, was wir wissen, politisch motiviert war und er jetzt einmal das Opfer ist. Die Täter sind andere. Die Demokraten sind aber noch aus einem anderen Grund in einer schwierigen Situation. Trump gibt das Bild noch größerer Stärke ab. Wir haben es zuerst gesehen, Blut überströmt, aber die Faust zum Himmel gestreckt. Wird Biden da jetzt noch einen einzigen Gedanken darauf verwenden, selbst aus dem Rennen zu gehen? Ja, für Joe Biden ist das einmal eine Atempause. Ich habe nachgesehen, heute war der erste Tag seit der Fernsehkonfrontation vor mehr als zwei Wochen, in dem die Frage, ob Biden der richtige Kandidat ist und ob er die Kraft und die Fitness hat, vier weitere Jahre zu regieren, nicht in den Schlagzeilen war und keine nationale große Geschichte war. Er hat jetzt eine Atempause, er wird versuchen, diese Atempause bis zur demokratischen Convention, bis zum demokratischen Parteitag im August auszudehnen. Ob das gelingt, ist fraglich. Die Optionen werden jedenfalls nicht reichhaltiger. Vielen Dank, Thomas Langpaul, für diese Live-Informationen aus den USA. Statistisch gesehen lebt man als US-Präsident weit gefährlicher als der Rest der Bevölkerung. Die Wahrscheinlichkeit, einem Attentat zum Opfer zu fallen, ist hoch. Trump war der 45. Präsident der USA. In der Geschichte des Landes hat es insgesamt 22 Attentate auf gewählte oder ehemalige Präsidenten gegeben. Vier von ihnen starben und ein Attentat ist besonders stark im Gedächtnis vieler verankert. Es ist ein Schock für die USA und die gesamte westliche Welt, als John F. Kennedy in Dallas, Texas, von tödlichen Schüssen getroffen wird. Am 22. November 1963 in einem offenen Wagen, als er mit seiner Frau Jackie unterwegs ist. Die drei Schüsse werden aus einer nahegelegenen Bücherei abgefeuert. Als Attentäter wird Lee Harvey Oswald kurz danach festgenommen, ein Ex-Soldat und selbsternannter Marxist. Doch kurze Zeit später wird Oswald selbst erschossen von einem Nachtclubbesitzer. Das nährt wilde Spekulationen und Verschwörungsmythen um die Hintergründe des Attentats. Etwa, Oswald sei von Kuba, der Sowjetunion oder von politischen Rivalen für den Mord an dem Strahlepräsidenten angeheuert worden. Offizielle Untersuchungen und vor zwei Jahren veröffentlichte Geheimdokumente kommen zu dem Schluss, es war die Tat eines Einzeltäters. Doch das kann nichts daran ändern, dass die Mehrheit der Amerikaner glaubt, JFK sei von Verschwörern aus dem Weg geräumt worden. Das Attentat auf den Hoffnungsträger für viele nach nur 1000 Tagen im Amt bleibt jedenfalls einer der spektakulärsten Kriminalfälle der Geschichte. Ähnlich mythenumrankt ist das tödliche Schussattentat auf Abraham Lincoln vor fast 160 Jahren. Am 14. April 1885 wird der legendäre Präsident im Theater von einem Schauspieler erschossen. Der Attentäter wird auf der Flucht getötet und einige Sympathisanten der Südstaaten, der Bürgerkrieg ist gerade vorbei, werden als Mittäter zum Tode verurteilt. Lincoln hat die Nord- und Südstaaten wieder vereinigt und er hat für die Abschaffung der Sklaverei gesorgt. 16 Jahre später, 1881, wird Präsident James A. Garfield in Texas von rassenfeindlichen Südstaatlern ermordet. Der vierte US-Präsident, der nach einem Attentat auf ihn stirbt, ist der Republikaner William McKinley im Jahr 1901. 80 Jahre später wird Präsident Ronald Reagan von mehreren Schüssen getroffen, am 30. März 1981. John Hinckley aus Oklahoma wird dafür verurteilt, eine Persönlichkeitsstörung wird bei ihm diagnostiziert. Hinckley wird nach 35 Jahren Haft wieder freigelassen. Sein Opfer Ronald Reagan ist einer von drei US-Präsidenten, die bei einem Attentat verletzt worden sind. Der letzte in dieser Reihe ist heute
Donald Trump. Donald Trump also durch einen Streifschuss am Ohr verletzt. Getötet hat der Schütze allerdings einen Besucher der Veranstaltung, wie berichtet, der schräg hinter Trump saß. Um die Sicherheitsvorkehrungen für gefährdete Politiker geht es heute dann in der ZIP 2 bei Margit Laufer um 22.05 Uhr. Ich verabschiede mich. Bis morgen. Auf Wiedersehen.